Manche sagen, als Soldat vergisst man eigentlich die Zeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt schon seit 3 Monaten hier mit Kelly auf der geheimen Krankenstation stationiert bin. Jetzt bin ich in der 333. die ich vorher noch nicht kannte. Vorher gab es für mich nur die 501. während meiner Ausbildungszeit. Aber ich weiß genau, es ist gut. Beziehungsweise, es hat einen Grund, dass ich in der 333. bin. Auch wenn ich jeden Tag an Devin denken muss. Jetzt hatte ich meine eigene Idealistik. Jetzt war ich was Besonderes. Schon gehört? Im Krankenvögel 4 ist ein ganzes Kanonenboot mit 17 Verletzten eingeflogen. Es sind angeblich Überlebende von der Schlacht in Wasek. Na Trooper, wie geht es Ihnen denn heute? Dann hören Sie auf! Roger, Roger. Roger, 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 Roger. Was war das? Wir müssen sofort General Grievous über den Aufenthaltsort informieren. An die Wand mit euch, Abschaum. Nur zu blöd, dass wir keine Gefangenen machen. Achtung, Achtung. Verletztes und nicht erforderliches Personal bitte sofort evakuieren. Code Rot. Droiden im Krankenhaus. Dann liegt es wohl an uns, die Basis zu retten. Sie haben sich in einem Krankenzimmer verschanzt und die Tür magnetisch verriegelt. Wenn wir sie auf den Gang locken könnten, hätten wir eventuell eine Chance gegen sie. Okay, Männer. Dann versuchen wir, die Tür aufzusprengen und das Geschehen in den Gang zu leiten. Dann haben wir eindeutig die Deckung durch die Ecke. Dort hinten ist es. Dein Einsatz. Friss das. Klappe gestellt. Na warte. Das ist ein Hinterhalt, Männer. Wir glaubten die Schlacht gewonnen. Doch dann passierte es. Ein Droide hatte Kelly getroffen. Ah. Nein, nein, Kelly ist nicht tot, bitte. Verdammtes Arschloch! Von den Kaminoanern gesehen, war ich schon ein Soldat. Doch moralisch war ich immer noch ein Rekrut. Bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt war es mir egal, was um mich herum geschah. Hauptsache, ich konnte meine Mission durchführen. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, war ich ein wirkliches Mitglied der großen Armee der Republik. Ich hoffe nur, wir kommen auch noch rechtzeitig. Ich hoffe mal, dass wir die Blockade durchbrechen können, die die Separatisten aufgestellt haben. Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall steht fest, dass wir diesen Planeten so schnell wie möglich einnehmen müssen, damit wir diesen Sektor noch kontrollieren können. Gut kombiniert, Sherlock Code. Aber wir müssen im Hier und Jetzt leben und auf unsere Piloten vertrauen. Die ermöglichen uns das hier alles. Dem schließe ich mich an. Entweder wir vertrauen auf unsere Piloten, die uns, wie gesagt, diesen Durchbruch erstmal ermöglichen, oder wir sterben hier. Roter Führer hier. Rot 1, bereit. Rot 2, bereit. Rot 3, bereit. Jägerstaffel voraus. Rabin. Moment. Feuer. Getroffen.
Planetenlandung kann nun ohne Probleme stattfinden. Wiederhole, Planetenlandung kann stattfinden. Okay, Männer, jetzt geht es um den Speck. Das ist eine der größten Schlachten und eine der entscheidendsten für den Outer Rim. Klappen öffnen sich in 10 Sekunden. Stand by. Das seid ihr. Ich dachte, kommt gar nicht mehr. Halt mal jemand den Kettenpanzer da hinten aus. Primo. Wir müssen den nördlichen Pass zum Einsturz bringen, sonst kommen die Droiden endlich durch. Außerdem bekommen wir Verstärkung durch ein ATTE. Da weiß ich was. Das wird erledigt. Gut gemacht, Super. Scharfschütze! Sie hat überlebt! Entdeckung! CC4487, ich bevorzuge Code. Der Commander will ich sehen. CC4487, ich bevorzuge Code. Ich warne Sie, Trooper. Spielen Sie nicht ins hohe Gras. Wie auch immer. Ich möchte, dass Sie für die Inspektion und Rettung des Dorfs am Fuße des Berges der Anführer des Team Beta sind. Ich werde die Aufgabe zu Ihrer Zufriedenheit erfüllen. Freut mich zu hören. Diese Auszeichnung war bisher im Krieg meine größte, obwohl er schon ein Jahr lang dauerte. Ich war nun die zweite Hand von Commander Cody und führte das Team Beta durch diese Mission. Wir mussten ein Dorf am Fuße des Berges von manolianischen Separatisten befreien. Alles klar. Alpha Team, ihr kommt mit mir. Beta Team, ihr geht mit Code. Na los, Bauerntrampel. Wo ist euer Senator? Das sage ich nicht. Na warte. Wenn du nicht redest, dann vielleicht deine Frau. Ich will diesen Planeten unbedingt. Count Dooku sagt, wenn wir den Senator bringen, dann gehört der Planet uns. Diese eklige Nachtluft. Geiseln raus! Hol sie dir, Kumpel. Euer Rettungsteam war ja Untergang. Der Senator ist also in diesem Lagerhaus. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, dass der Senator sich in einem Lagerhaus befindet. Ich werde schon mal vorangehen. Unterzeichnen Sie diesen Vertrag und gehen Sie zu den Separatisten. Und was, wenn nicht? Für Verantwortlichen lebend. Mit Herzen gern. Lass die Waffe fallen. Im Ernst willst du das wirklich? Lass sie fallen. Wenn ich kein Separatist werden möchte. Dann drücke ich diesen Auslöser und aktiviere eine Atombombe, die den ganzen Planeten zerstört. Gut gemacht. Sehr gut. Hör auf zu noschen! Ich hab seinen Kiefer verrenkt. Der kann nicht anders.
dann werde ich dem jetzt ein Ende setzen. Warum tragen Sie eine Mando-Rüstung? Das ist eine lange Geschichte. Und was halten Sie da in der Hand? Dieser Auslöser aktiviert eine Bombe. Vorsicht! Dieser Auslöser aktiviert eine Atombombe, die den ganzen Planeten vernichten kann. Wir müssen wissen, wo sie ist, um sie auch ein für alle Mal abschalten zu können. Geben Sie mal her. Wir haben die Koordinaten der Bombe. Sie befindet sich im kälteren Norden des Planeten. Wo ist das Entschärfungskommando? So. Entschärfungsteam Nummer 2 steht zu Ihrer vollsten Verfügung. Das ist gut, denn genau darum seid ihr auch hier. Für eine Atombombe. Der General sagt, wir müssen die Atombombe nun aktivieren. Roger, Roger. Na, dann fangen wir mal an. Ich hoffe nur, es funktioniert. So, wir haben ein Problem. Der Sprengsatz und der Sprengkopf sind nicht wie mit den üblichen Kabeln verbunden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einen Deaktivierungscode brauchen. Und den haben wir eben nicht. Aber wir vermuten, dass in einer der Hauptruinen, Taktikruinen, gespeichert ist. Ein Versuch ist es wert. Playback Error. XXTT4Y. Alles klar, los, beeilen wir uns. Geschafft. Eure Biker-Druiden nähert sich.